So, weiter geht's heute mit Pokémon Schwert und der Erkundung des Rose Towers. So, auf geht's, liebe Leute. In der letzten Folge oder Ende der letzten Folge hat sich kurz an unserem Motineva eigentlich weiterentwickelt, beziehungsweise das Nomnom. Boah, so sieht der Rose Tower so von innen aus. Der ist so riesig, der wird einfach schwindelig. Und wusstest du, dass der Rose Tower angeblich... Ach, scheiße, na egal. Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon dynamaxieren. Ach, wahrscheinlich irgendwas von der Energiequelle. Was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rüstung hat bestimmt über 100 Stockwerke. Und wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation vor euch ist. Alarm, Alarm. Egal. Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Ich musste bei dem Alarm schon wieder an irgendwas anderes denken. Das ist aber geil. Ich glaube, einige wissen, was ich meine. Naja, gehört. Die Anweisung kommt von Olivia. Du musst sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen Punkt. Fahr nur auf jetzt. Na gut, okay. So, erstmal müssen wir den Typen kennen, die Frau von Michael Kosten muss mit einem Family Cooler. Auch diese Trainer hier. Pokémon vom Typ. Von dem Stahl ein. Wir haben jetzt mit Motineva also noch ein Pokémon freisetzen können. So, erstmal gehe ich auf 5. Ist ja eigentlich wechseln gleich auf ein Feuer-Pokémon. So. Also erstmal mit Kehrtwende. So, das heißt auf Totonator. Wir gehen auf Flammenwurf. Aber ja, ich werde von Metallzaun erklingen lassen. Und damit unsere Spezialverteidigung senken. Mit der Ionesweite. Durch. Oh, der hatte nur eins gehabt. Ich dachte, der wäre mehr gewesen. Den neuen Bonus. Außer drauf vom eigenen Haus. Hör mal, wir wollen zur Liga versenden los. Sag schon, wo finden wir ihn? Hinter uns war der Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Ja, gleich sind wir am Ziel. Hört euch, Bruder, als wir. Komm. Komm, weiter geht's. Genau. Ich möchte aber mein Pokémon nochmal vertauschen. Weil jetzt brauche ich Motineva nicht mehr vorne an der Spitze stehen. Weil ich brauche den Detonator. Wir müssen uns auch hier ein bisschen was trainieren bezüglich des Chem-Cuts. Weil wir gegen den Chem doch ein paar Level brauchen. Das stärkste Pokémon ist Level 65, also da sind wir noch nicht dran. Na gut. Es geht ganz schön nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir hier an? Wir sind noch gar nicht an der Spitze. Die Twitter der Arena Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme, aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt im Schutz unserer Tochterfirmen, die auch hier ihren Sitz im Rostau haben. Dieser Aufzug wurde von einem dieser Firmen gebaut, Microcosmos Construction. Es ist groß und stabil genug, um daran Pokémon-Kämpfe auszutreiben. Hast du Firma, die wir so ein bisschen kennenlernen? Kupanti und Song. Wieder zwei Stahlstücke. Da wird dann schon dieses Vorlock ein, oder was? Okay, das heißt, ich knall erstmal dieses Bronze und weg. Das folgt irgendwas. Moment, ich möchte zu Color das wecken. Weggeschmort, das ist natürlich so cool. Okay, erstmal. Wieder das Kupanti, okay. Jawohl. Zumindest greift da die Paralyse. Jetzt zu Color. Das ist schon mal weg. Gefährlich werden können, aber das passt dann so. Die Bella erreicht Level 58. Falls ihr nicht die Schaufler. Na, ja, das tut sich jetzt alles ganz gut. Ich würde, dass es nicht geht, aber ich gehe noch auf Panzerfalle. Das heißt,
wollte jetzt gegen mich eh was angreifen, was ist eh passiert. Jetzt ist die Panzerfalle aus und kriegt dann quasi nochmal einen Schlag zurück. Oh, tschüss. Das spielt halt so. So, noch nicht ganz 60 für den Tenion. So, der Kampf ist besiegt, also geschafft. Die Jungs sind besiegt. Dann ist die Niedertür haben wir. Ah, wir verloren. Also das ist nicht ansinnig, an euch durchzulassen. Aber ich muss euch erneut bitten, nicht in der Kriegerpräsentation bei seiner Arbeit zu stören. Da es noch hier muss, habe ich ihn eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Weil ich unter normalen Umständen ein Risiko mit sich bringen würde, wenn der Schutzmaßnahme diese nicht verändert wird. Ja, mit wärmsten Empfehlungen von Makrokosmos kurz. Ja toll, das aussieht, kann das Personal den Abzug einfach von so aus von außen anhalten. Dabei wollen wir doch eigentlich so schnell wie möglich nach oben. Also Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Ich mach sie schnell wieder fit. Hey, cool, danke. Wo ich keine Tränke einsetzen. So, mal gucken, ob es jetzt ganz nach oben durchgeht. Natürlich nicht. Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns auf der 150 Meter Marke. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Warum ihr keine 6 Pokémon einsetzt, obwohl ihr 6 Pokébälle geladen man habt? Das ist, naja. Gut, erstens Pokémon Klick-Klack und dann haben wir noch. Flunkiefer. So, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, das Flunkiefer als nicht so gefährlich ansehe. Ich weiß noch ein Pokémon, okay. Gut, dann brauchen wir Flunkiefer, machen wir es mal. So, da sitzt Flunkiefer. Okay, zack, das wird. Das ist kein Problem. Ja, das ist eine Initiative mit der Attacke. Ja, und den haben wir auch hinterher. Dann diesen Flunkiefer, bevor er das irgendwie noch Unfug macht. Erledigt. Und jetzt hat den Tenion Level 16. So, die nächste Attacke geht auf Klick-Klack. Ich gerade schreit den Sieg nicht mehr. So, da kommt dann wieder drauf. Dann muss ich einfach was anderes einsetzen. So, die nächsten zwei sind besiegt. Ich vermute, dass wenn wir ganz oben sind, haben wir noch einen Trainer-Pärchen. In Wirklichkeit mit all die Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung auf Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Wieder fit gemacht, das ist immer gut. Ja, ich vermute, wir nicht so gut. Big Eye-Trainer-Pärchen haben wir noch. Ja. Jetzt ist es sicher weit bis zur Spitze. Aber lass nicht zu, dass er einfach so den Liga-Präsidenten überfällt. Ich habe keine Hinweise. Als Angestellter von Makrokosmos Airlines kann ich mir das gar nicht leisten. Jody und Nate mit einem Starlos und einem Linke. Auch zwei Pokémon, die wir schon gefangen haben. So, wenn jetzt wieder mit Buddy Slam ankommt. Als erstes hole ich mal diese Starlos aus dem Kampf. Das ist bestimmt ein Stück. Ja, natürlich, genau. Das andere Pokémon, was ich, wo ich nicht drauf gehe. Herzlich Hitzekoll an den Starlos. Jawohl. Große Gefahr, die uns ein bisschen ärgern könnte, ist schon mal raus. Level 57 um Pico noch. Ach, na toll, wird gleich dem, nach dem nächsten Kampf. Level abkriegen. So, Flunschweg drauf mit Flammenwurf.
Ja, nicht ganz. Gut. Im Fall, dass du jetzt wieder auf mich gehen wirst, spiele ich das Spielchen wie eben mit dem Schaufler. Okay. Die Platzverfalle wird nicht ausgelöst. So, eins von beiden kriegst du auf jeden Fall. Dann nochmal Body Slam. Und jetzt ist mit dem Flammen noch in der Nase. So, 58 Ordnungsteil, wie sie eben angekündigt haben, und die zwei sind besiegt. Ich bloß euch ein, ihr könnt zum Liga-Präsident vordringen. Dafür müsst ihr jetzt an hier vorbei und das ist völlig unmöglich. Das Stockwerk von Liga-Präsident Boris befindet sich an der Spitze des Hochtowers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Das ist natürlich klar. Wieder, wenn wir geheilt. Jetzt kann es nicht mehr weiter. Ich muss nicht schlapp machen. Und da ist die gute Rose. Gott, Olivia. Mein Gott. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass die Liga-Präsident wird. Dich nehme ich mir zuerst vor. Wenn ich dich besiege, weil der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Ich hätte schon gedacht, das bitteste nicht wahnsinnig ist, aber die ist ja nochmal eine Stufe härter. So. Und sie fängt jetzt an, dass ich. Das ist das Gute. Das heißt, wir haben nicht ein Feuer-Pokémon. Weil sie wird natürlich nicht ohne sein, damit 50 hat sie. So, das ist okay. Normalerweise ist es nicht. Aber die Zähne, die Zähne, die Rennen. Wenn das irgendwie größere Ärger macht, das könnte man nicht auch. Was? Ja, du traust dich aus. Wie kannst du denn mein Pokémon verletzen? Level 59, Tortonator. Vierer, Gift, Feuer. Das ist nur eine weibliche Form. Findet ihr, glaube ich, auf Route. Also nach der Galanimo 2 ist auf Route 9. So. Aqua Durchstoß drauf. Das ist sehr ärgern. Also drauf zu gehen. So, das ist passieren. Fuyal. Fuyal. Wir sind alle mit der Pokémon. Das ist nicht so, aber wir sind mit Mokimera. Da sollte es eigentlich ganz schön lang für Piss. So, wir gehen drauf mit dem Eisbär. Ich habe schon mal so 3-4 Treffer. Kann ich nur eine nehmen? Ja, ich habe mal Glück, dass ich mit 3 Treffer reicht. Ja, gut, ich muss nur noch 14, dann bin ich real auch schon weg. Sehr gut. Bye bye. So, als nächstes sind wir Milofix. Das heißt, es ist Bein für Bubella. Level 51.
Liter. Wirbel. Ja, passt. Gut, der war so. Hilft ja eigentlich nur so ein bisschen. Bleibt im roten Bereich mit dem Gigasauger. Mache ich mit Bibliothek kurz im Prozess. So, damit ich das Pokémon nicht viel Ärger machen kann, schon relativ easy besiegt. So, damit hast du dein letztes Pokémon, das ist Deponitron. Gut. Deponitron ist vom Typ Gift. Das ist schon so ein Boden-Pokémon durchaus einfacher. Was? Letztes Pokémon? Echt? Ich dreh gleich nicht durch. Reden gerade. Ja doch. Und das Spielchen gleich überspielen, wo ich hier mal doch. Dünner Erdstoff. Das ist ja großartig gesehen. Dynamax auf den Rollstar. Okay. Die Politik habe ich tatsächlich noch nicht gefangen bisher. Ich bin noch nicht hingekommen. Ich spreche ja von der Naturzone. Weil das immer nicht so ein Ding hat. Zwei sogar. Das ist und auch die gute Rose hat sich verabschiedet. Das war ein anderer Gebiet. Der war so nicht. Ja, verloren. Ach, Olivia, du bist nicht zu gebrauchen. Ah, wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena wahrscheinlich so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nur alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Erinnert könnt ihr daran eh nichts mehr. Ja, tatsächlich war sie der Drahtzieher von allem. Sie hat Bettis angestiftet, die Drecksarbeit für sie zu machen, die Wunschsterne einzusammeln. Und ja gut, auf Rose scheint da schon ein bisschen mit auf seine Hände im Spiel zu haben, war. Die ganze Hauptarbeit kam von ihr. Warum sie das Ganze gemacht hat, das wird im Spielverlauf noch aufgelöst, relativ bald sogar. Aber dazu dann später mehr. Boah, das ist einfach nichts aufzuhalten. Mit deinem Fortunato, all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Es ist Zeit, die Vorbereitung für den Liga-Präsidenten zu treffen. Alle von diesem Typen irgendwie total besessen. Bettis und Olivia. Naja. Aber Dylan, ich hab's ja schon tausendmal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich gibt es aber keinen Sinn, das zu dir morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich also meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Gala-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Da verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Dylan. Das hier, das ist die Gala-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieser des Lichtgantes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn diese Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt. Und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir wandeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Angelin. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen.
Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Chimp Camp morgen vorbei ist. Gut, deswegen hat Olivia wahrscheinlich auch die ganze Sache erzählt, dass sein Gewicht entführt worden wäre, damit wir das ganze Ding nicht herausfinden, was hier eigentlich so abgeht. Dillian, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Netz uns geholfen. Und Mary. Und Team Yell. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wie mir heute hast. Weißt du, manchmal sind Erwachsene auch so stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Ja, mach dich keine Gedanken über all das hier. Lass uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzens den Bauch vorschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Okay, ich bin dabei. Und ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, die Herr Präsident Wurst. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas reingehen. So viel steht fest. Ah, und ich glaube nicht, dass der die Kämpfe sehen wird. Der hat nämlich noch was anderes vor. Aber wie gesagt, das müssen wir mal uns dann später schauen. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Okay, dann hat er auch ein bisschen Dreck am Stecken. Damit hätte ich das fast nicht gerechnet. Na gut. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und? Hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Tust aber nicht. Du bist kräftig. Das ist für Leute und die beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Moment mal, tun Sie nur, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Lieberlo und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, jetzt mal stürzen. Ich gehöre den Guten. Nicht alle Angestellten der Liga-Präsident folgen Olivias Befehl blind. Ich habe natürlich gehört, was ich gestern zugetragen habe. Das tut mir alles so leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsident tun. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und nicht nur sie. Ich glaube, Bettis ist vom gleichen Schlag. Offenbar hat sie zu diesem Text sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann es beruhigen. Die Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Ah, na gut, klingt, als können wir ihr vertrauen. Also jetzt einmal zum Stadion mit dir. Ich will endlich gegen dich kämpfen sehen. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Nö, ich mache hier Folgenende. Wenn du möchtest, wenn Spieler zum Score-Stadion will, kannst du mich einfach nochmal ansprechen. Oder vor dem Hotel an ein Flugtaxi steigen. Jo, ich mache jetzt trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's endlich Richtung Finalturnier.